Servus Leute und willkommen zurück zu Turmöl und ja, 40.000 auf der hohen Kante hinein ins Bürgermeisterhaus. Wer den Joke nicht kennt, sollte mal die Sie anschauen, beziehungsweise vielleicht den letzten Part, da erzähle ich auch ein bisschen was am Schluss noch darüber. So, dann ersteigern wir mal. Wir sind 2%, sage ich einmal, 15.000 höchstens. Höchstens. Halt, mehr als 15.000 zahle ich nicht. Passt, perfekt. 14.000 haben wir eingeschlagen. Somit sind wir da auch jetzt auf 16% und weit vorne gegenüber alle anderen. Schauen wir mal, was die Bank für einen Diamanten zahlen würde. 2,2 ist mir eigentlich zu wenig. So, wir werden jetzt... Scheiße, das kostet 40.000, ja. Na, da warte ich jetzt noch. Und vielleicht kaufen sich nachher im nächsten Bad das mit dem, also im nächsten Jahr das mit dem Ölzeug. So 43, das nimmt das sozusagen ein bisschen ab. 36, 35. Sind alles nicht so besondere. Ich würde sagen, wir hauen uns einmal einfach oben in die Ecke hinein. Wir wollen natürlich das Grundstück immer. Die schauen immer was mit den Zahlen ein bisschen. Ich riskiere jetzt einfach einmal was. Und wir schauen einmal, dass wir dorthin kommen. So. 1, 2, 3, 4. Machen wir mal 4 dieses Mal. Vorspulen. Du dir versuchen. Zack, zack. Die haben gefunden. Passt. Dann würde ich fast sagen, wir schlagen da gleich mal den ersten auf. Das ist gut, weil dann hat der auch gleich eins gefunden. 1, 2, 3, 4. Passt, die Ölvorkommen sind ziemlich schön aufgeteilt. Ich hoffe, ich muss nicht zu tief bohren, dass ich nicht drankomme. Scheiße. Na, ich komme da nicht dran. Das ist genau neben da. Ich muss jetzt das nehmen. So, war das das, was er gefunden gehabt hat? Ja, das war das. Boah, das ist eine tiefe Bohrung gewesen. Die nervt mich gerade ein bisschen. Wir werden ein bisschen Kohle aufnehmen. Und werden gleich mal da einen Bottich hinstellen. Mal schauen, dass der Preis hochgeht. Aber 1 Dollar circa verkaufen. Dann sollte es auch sinnvoll funktionieren. Der linke steigt ein bisschen mehr. So. Zack, zack, zack. Passt. Gleich mal einen Scan machen. So. Da schauen wir natürlich, dass wir gleich die Leitung von daher oben nehmen. Die graben ab. So, und wo mache ich jetzt den anderen Scan? Ich überlege jetzt gerade, ob ich da gleich noch einmal einen 400er Scan, aber ob ich den weiter unten machen soll. Da unten ist es. Kann ich mir gerade nicht leisten, aber sollte eigentlich gleich da sein. So, perfekt. Das ist abgegradet, das schaut ziemlich voll aus. Da werden wir da auch noch upgraden. 1,12, 1,8. Lasse ich einmal, lagert es einmal ein, das Zeug. So, dann haben wir sich gleich nochmal 2 Wünschelroutengänge auf. Scheiße, der findet natürlich das Gasvorkommen dann. Das könnte ich... Nein, ich nutze das jetzt nicht. Ich habe jetzt nämlich nicht so viel zum Einlagern mehr. Okay, der hat eh was anderes. Der hat unterhalb wahrscheinlich noch eins gefunden. Wie schaut es mit dem Preis aus? Steigt der irgendwann auch wieder? Das taugt mir nämlich gerade nicht, der Preis. Nehmen wir noch mal einen auf. Für den Bottich. Ja, der Preis ist gerade mistig. Kann man noch ein Bottich leisten. Notfall. Rechts steigt er jetzt ganz schön. Da sollte man eigentlich dann hinkommen. Dass ich nachher gleich einmal verkaufen fahre. 85, 97, 90. So 4 haben wir. 3 lassen wir verkaufen. So kann der eine immer schön rausholen, das Zeug. Jetzt könnte ich aber noch mal...
So, einen lassen wir dort. Machen wir das Upgrade noch. Und dann gibt es jetzt gleich einmal Gaspartie. Aber der hat einen geilen Preis. Ich kaufe gleich die 15 Stück. So, der bekommt eine größere Leitung. Und der bekommt auch die größere Leitung. So, na, der sinkt eigentlich auch schon wieder. Verkaufen noch ein bisschen aus. So, die Bottiche sind gleich voll, das ist nicht so gut. So, wir machen aber gleich da wieder die Scans, weil sonst komme ich da nicht weiter. Ich muss ja die Vorkommen finden. Da geht's. Boah, da ist ein Riesenvorkommen auch noch. Aber Gott sei Dank dabei keinen Blow-Up gehabt. Und auch dabei keine Steine gefunden. Wir werden da ein Zwischending machen. Einen noch einmal einsetzen, den will ich nicht mehr. So. Ich denke, noch einmal ein Gasvorkommen haben. Wenn möglich. Der hat dann was gefunden. Schauen wir mal nach, was er gefunden hat. Um 500. Ja, noch ein Ölvorkommen. Das hänge ich aber da drauf. So, jetzt bin ich gespannt, ob der letzte jetzt auch noch ein Ölvorkommen findet. Das sollte man einfach upgraden, das ist urwichtig. Weil das ist ein Riesenvorkommen, sonst kriegen wir das nicht leer. Und die Bottiche sind voll. Na, der hat kein Vorkommen mehr gefunden. Scheiße. Das auch gleich nochmal upgraden, dass das voll läuft. 94, 96. So, dürfen wir alle erfahren. Leute. Na, scheiße, einen Blow-Up gemacht. Ist zwar ein geiler Preis jetzt gerade. So, kurz vorspulen auf maximale Stufe. Preis ist noch immer super. Können ja alle fahren jetzt. Der eine Blow-Up hätte nicht sein müssen. Und ich hätte gerne noch ein Gasvorkommen. Der Preis ist schlechter als drüben. So, alle zurück. Machen wir gleich alle da drüben da drauf. Dürfen jetzt drüben verkaufen. Solange der Preis noch so hoch ist. Und dann lagern wir ein. Das restliche würde ich sagen. So. Lagert es wieder ein, so bis Anfang Dezember, und dann werden wir alles verkaufen nochmal an den Höchstbietenden. Es ist halt jetzt ein bisschen dämlich, dass ich dann kein, dass ich das Vorkommen wieder wahrscheinlich nicht leer bekomme. Und ein Blow-Up haben wir erzeugt. Ah, shit. Will ich eigentlich nicht. So, der rechte Preis steigt wieder von der Right Income Operation. Und ich würde fast vorschlagen, dass wir jetzt anfangen werden ins Verkaufen. Mit allen Mitteln, was wir haben. So viel Öl produzieren sie eh nicht mehr. Ah, wir haben einen ordentlichen Gewinn eingesackt. 46.000, 50.000, das wären um über 50.000. Nein, um die 50.000. Da wären noch Gasvorkommen gewesen, mit denen hätte ich es schaffen können. 42.000, schön. Perfekt, so wollten wir es haben. 64.000, ja, geil. So, Stadthalle hinein. Inventaraktion. Um wie viel Prozent geht es? 3, sage ich jetzt mal, zwischen 18 und 20, da werden wir stoppen. 18.000 herum. Mehr will ich nicht ausgeben. Das passt. So, perfekt. So, 46 hätten wir jetzt noch. Da könnte man wirklich in der Fabrik jetzt einmal... Ich habe jetzt einmal das gekauft, die Scheißverbindung. Schauen wir mal, was draus wird. Landauktionen. 53 ist natürlich jetzt eine extrem geile Sache gewesen.
Und da werden jetzt alle hinwollen, schätze ich. Ja, habe ich mir fast gedacht. Die werden sich jetzt alle dort einmal herum. Ich setze mich halt daher, da wird wahrscheinlich jetzt ein anderer hinwollen, genau. Dann setze ich mich da herunten hin. Ist mir egal. Ich will nicht mehr zahlen. Die sollen ihr Geld raushauen. Und ich mache das andersrum wieder. Gut. So. Verwende eine Pipeline, um das Gas zu meinem Unternehmen zu transportieren. Und ich erhöhe den Ölpreis, um dich zu entschädigen. Ah, da hat man jetzt da unten sozusagen zum Anschließen. Verstehe. So, 1, 2, 3, 4. So, bitte suchen. So, die haben... Oh. Ihr seid dämliche Positionen. 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, das geht sich aus. So, da ist ein Vorkommen. So, das ist mal das erste. Okay, das ist das rechte Vorkommen gewesen. Dann könnte ich eigentlich noch gerade weiter runter bohren. Dann sollte ich das Vorkommen finden. Hoffentlich, irgendwann. Der Preis ist... nicht so besonders, gerade. Ich finde da kein Vorkommen. So, wir werden gleich nochmal die 500 auf... Das ist sinnvoll eigentlich, das aufzunehmen. Upgraden. Und dann schauen wir gleich da hinunter noch. Sag jetzt nicht, ich erwischt das gerade nicht. Oh ja, hab's gerade noch so erwischt. So, die können jetzt dann machen. Passt, dann warten wir mal auf einen gescheiten Preis. Bevor wir weiter einen Scan oder sowas machen können. 68,70. Ja, schaut gut aus. Na, alle vier nicht. Einen lassen wir da. Weil sonst haben wir ein bisschen Probleme. So. Ihr bekommt so mal einen 500er Scan da reingehaut. Irgendwo. Jetzt weiß ich nur nicht. Ich muss das Gas ja anschließen an das. Das bedeutet... ich müsste... Boah, ist das eigentlich dämlich. Das fällt mir jetzt gerade ein. Ich müsste eine eigene Leitung rüber und ich kann ja durch eine andere Leitung nicht durch, glaube ich. Außer ich kann einfach an das Leitungssystem anschließen, mein Zeug. Und das funktioniert dann trotzdem. Das könnte natürlich sein. Aber... pff. Wie man das herausfindet, weiß ich noch nicht. So, 1,40, das ist auch ein extrem geiler Preis gerade. Statt dass ich das Öl nicht direkt hinpumpen kann. Also das wäre noch besser. So, wir werden aber gleich nochmal zwei Stück einsetzen. Oder drei. Ja, machen wir vier, ist ja wurscht. Die werden schon was finden. So, ihr bekommt so mal die größeren Wegen, dass da ein bisschen was vorwärts geht. Und dann werden wir noch ein Lager hier herüben errichten. So, der hat da was gefunden, der hat da was gefunden. Gut. So geil ist der Preis jetzt nicht mehr. Lagert's bitte ein. Na, ich will das ausprobieren. Ich will da rüber zu einer Leitung legen. Aber ich denke gerne noch eine Leitung legen, wo es gleich was Sinn, wo es einen Sinn macht auch. Wie viel kostet da eine Leitung? Zwei Oberflächen, Fabriken können nicht bohren. Ah, okay. Da haben wir schon zu viele Verbindungsstücke. Shit. Ich hätte gern wirklich das Gas rüber bekommen. Was kostet die Leitung? Ja, der hat einen Tausender circa kosten. Ich riskiere den Scheiß. Einmal da bohren. Der hat da drüben nichts mehr gefunden. Boah, das ist ein Riesenvorkommen. Die muss ich gleich upgraden. Ist mir egal jetzt. Ich weiß, ihr werdet euch denken, was macht er da jetzt für einen Scheiß. Und jetzt schauen wir, ob das funktioniert. Irgendwie nicht.
Okay, ich weiß, wie es funktioniert. Das ist zwar nicht so geil, das die Funktion, aber scheiße, ich kann nicht mehr aufmachen. Weil ich nicht das Geld dafür habe. Ich muss dann ganz kurz, müsste ich zumachen. So. Ist wurscht, ich kaufe wieder alle 15. Dann machen wir da einen Scan. Jetzt habe ich es komplett verschissen, eh schon. So, jetzt müsste ich da wieder zumachen. Eigentlich brauche ich nur da zumachen. Na, da ist schlecht. Und wenn ich da zumache, dann sind wieder alle anderen Leitungen blockiert. Das ist so nervig. So. So, scheiß Vorkommen anbohren. Der Preis muss jetzt steigen, das gibt's sonst nicht. Der muss ins Unermessliche steigen. So, da kann man wieder öffnen. Der Preis er fällt aber auch sehr schnell dann wieder. Das ist natürlich nicht so toll. Aber ich glaube, ich habe es komplett verbockt. Die Runde jetzt. Das mit dem Gas ist schon ziemlich geil, aber ich befürchte fast, dass es zu teuer ist. Weil du musst immer aufmachen, zumachen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so viel bringt. Ja, ob man bei der Runde jetzt viel positiv machen oder viel negativ, werden wir sich einfach im nächsten Part dann anschauen, wenn es hier wieder weitergeht bei Turmöl. Bis dann, tschüss.